So, wir fahren jetzt mal zum Fußball hier zum VfL. Mal schauen, was die Herren sagen hier. Arnold, hallo! Schönen guten Morgen! Darf ich Max sagen? Selbstverständlich. Hallo. Schön, dass Sie Zeit haben. Sehr gerne. Ja. Schönes Auto haben Sie. Ja, ich wollte Ihnen das mal zeigen hier. Das ist ein Cupra. Haben Sie schon mal was davon gehört? Ja, ich habe schon mal mitbekommen, aber so live habe ich ihn noch nie gesehen. Und? Ja, macht einen sehr schönen Eindruck. So eine gute Abwechslung zum Training. Das ist super, dass es klappt. Vielen Dank. Wie geht's Ihnen? Sehr gut. Sehr gut. Pass auf, angeschnallt und jetzt starten tun wir das hier. Genau. Und dann kann man hier den Modus einstellen. Ja. Jetzt ist er auf Sport und jetzt ist er auf Cupra. Und da klingt er auch so ein bisschen wilder. Ja. Oh ja, ich höre schon. Ja. Jetzt die Frage, wie funktioniert denn das? Einfach hier so und jetzt fährt er, das ist eine Automatik. Ja. Ich glaube, ich muss rückwärts sein. Ja, ich glaube über den Platzwart, vom Platzwart einiges zu hören. Das wollen wir nicht. Ja. Mann, der ist da hinten. Aber der hört sich schon gut an. Ja. Selbst jetzt schon, muss ich sagen. Ein paar Meter. Wir fahren mal raus und vielleicht so im Stadion. Oh, oh ja. Und der hört sich schon gut an. Ne? Wow, ist das so. Das sieht auch gut, ist auch alles jetzt auf sportlich. Noch ein bisschen ruhiger. Ja, ja, ne, ne, ganz klar. Aber die, das hat verschiedene Abstimmungen und auf Cupra ist er natürlich so super sportlich. Ne? Wo wir rauskommen. Da müssen wir raus, da geht das so von alleine. Okay. Aber das ist schon, also es hört sich. Ui, 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 ui. Echt? Was fahren Sie denn? Ich fahre einen Touareg. Ich bin jetzt zweifacher Familienvater. Ich muss jetzt ein bisschen. Die Leidenschaft ist nach hinten gegangen. Nein, aber auch selbst. Aber ich muss schon sagen, es ist ein schönes. Schönes Auto, ne? Ja, muss ich sagen. Dürfen wir mal ein bisschen schneller fahren? Ja, natürlich. Jetzt können wir hier. Das ist ja praktisch. Oh. Und Lenkung und so? Ja, perfekt. Also muss ich so sagen. Ich finde das überragend, wenn man das am Lenkrad einstellen kann. Ja. Das ist ja so wie aus dem Motorsport. Und da muss ich schon sagen, ich mag es. Was waren die Kollegen alle so? Die haben ja auch einen Wahnsinns-Sportwagen also, zum Teil. Da gibt es schon einige, die da ordentlich. Da gibt es schon auch ganz, ganz nette Autos, die man da, die sie da fahren. Aber ich muss sagen, ein Seat ist noch nicht dabei. Und ich glaube, vielleicht, wenn die Leute das jetzt oder die Jungs das sehen, vielleicht kommt da ja das eine oder andere. Könnte schon was sein, ne? Ich gebe nochmal Gas. Ja. Ui, ui, ui. Ja, aber er kann auch leise, ne? wenn man hier auf normal stellt, dann ist er ganz leise und hat dann auch Komfort und dann kann man auch lange Strecken fahren. Auch so das Infotainment ist ja sehr, sehr, echt sehr angenehm. Schön gemacht, ne? Auch die Details, alles so, ich finde es auch mit den Nähten hier sehr schön gemacht. Super. Auch die Farben, finde ich, passen sehr gut, ne? Alles Grautöne, matt. Schon echt. Nein, gefällt mir. Ein sehr schönes Auto, was ich habe. Und vielen Dank, dass ich da mal kurz Probe fahren durfte. Ich habe es auch genossen. Ja, und sonst Fußball? Ja, ist was Schönes. Ich war im Stadion gegen Hoffenheim. Hat mir gut gefallen. Ja. Ich muss. Das glaube ich, wir haben gewonnen, aber ich muss Ihnen sagen, ich habe da nochmal gezittert. Ich finde es auch super, dass Sie dabei sind, weil Sie sind einfach hier so ein. Auch ein Anker im Team, lang dabei, Sie stehen für Wolfsburg. Vielen Dank. Also vielen Dank für Ihren Einsatz auch. Und immer auch stimmt die Haltung, die Einstellung, habe da großen Respekt vor Ihnen. Aber ich muss Ihnen ja eins sagen, es ist ja komplett anders wie ein E-Auto. Ich bin erst einmal in ein E-Auto gefahren, aber ich habe ja gehört, das soll bei uns jetzt auch kommen. Ja, hier geht es jetzt auch auf E-Autos. Ja. ID3 ist, glaube ich. Überragend. Haben Sie vielen Dank. Ich bin alles Gute. Bleiben Sie gesund für Sie und Ihre Familie. Ja, auch. Dankeschön. Ich würde noch was trainieren.